Das hier ist Asimov. Dieser kleine Rover könnte bald schon zum Mond fliegen. Doch seine Entwickler sitzen nicht bei der NASA. Es sind Privatleute vom Team Part-Time Scientists. Die Teilzeitwissenschaftler wollen mit Asimov den Google Luna X Prize gewinnen. 20 Millionen Dollar erhält, wer als erster eine private Mondmission vollendet. Dafür soll Asimov auf dem Mond landen, umherfahren, Videos und Daten zur Erde funken. Bis 2015. Für Carsten Becker, Asimovs Chefentwickler, geht es bei dieser Mission um mehr als Millionen. Wenn man sich vorstellt, dass man so über den Mond fährt, das ist doch einfach irgendwie ein Kindheitstraum, der da wahr wird, oder? Diese Chance hat man nur einmal im Leben. Carsten Becker gehört mit Teamchef Robert Böhme zum Kern der Part-Time-Scientists. Die über 100 Mitglieder kommunizieren fast nur über das Netz. Zum Team gehören Informatiker, Baumarktmitarbeiter und ein Apollo-Veteran. Auf Asimov warten viele Herausforderungen, nicht nur die Schwerelosigkeit auf dem Mond. Also die Umgebungstemperatur von plus 120 Grad Celsius ist ziemlich ungemütlich. Das ist eigentlich eines der größten Probleme, dass man die Elektronik hat und die nicht zu Brei schmilzt, wenn man da oben ankommt. Als Kooperationspartner für technische Fragen konnten die Part-Time-Scientists sogar das DLR überzeugen, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Es unterstützt die jungen Raketenwissenschaftler vor allem in grundsätzlichen Fragen. Mehr und konkretere Unterstützung könnte sich Armin Wedler vom DLR vorstellen, sobald die Finanzierung der Mission realer wird. Wir haben eine Menge Technologien bereits entwickelt, die dann ja relativ langwierige Prozesszyklen haben, bevor sie wirklich im Weltraumprojekt zum Einsatz kommen. Und wir sehen halt gerade in dieser privaten, jetzt gerade aufblühenden Weltraumindustrie halt die Möglichkeit, diese Entwicklungszyklen drastisch zu verkürzen. Doch bis zum Start ins All muss Asimov noch viele Tests durchlaufen. Zum Beispiel in einer Höhle, um seine Bodenhaftung zu testen. Schwierig wird auch seine Fernsteuerung von der Erde aus, weil das Signal um 3 Sekunden verzögert ankommt. Um ein Gefühl für das Fahrverhalten zu bekommen, hat Carsten Becker einen weiteren Rover gebaut. Den R0, der über ein Tablet-PC gesteuert werden kann. Demnächst soll das auch jeder selbst ausprobieren können, mit dem Remote-Rover-Experiment auf einer künstlichen Mondoberfläche. Die Idee zu dem Remote-Rover-Experiment kam uns, weil wir auf so Messen die Kinder mit unseren kleinen Rovern halt über den Mond fahren lassen haben. Und die hatten da so einen Spaß dabei, dass wir uns gedacht haben, warum lassen wir nicht die Leute über das Internet mit diesen Rovern durch die Gegend fahren? Und wir schauen uns dann halt an, was wir davon übernehmen sollten. Die Finanzierung ihrer Mission ist immer noch ein Hauptproblem. Allein eine Rakete zu chartern kostet 20 Millionen Dollar. Ausgesucht ist sie aber schon. Haben uns schon mal die Bedienungsanleitung bei Wikipedia runtergeladen. Am Anfang wollten wir die Rakete von SpaceX nehmen. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden. Also sind wir zu den Russen gegangen. Dann nehmen sie einen Atomsprengkopf raus, tun da unsere Mondmission rein. Und 20 Millionen Dollar später fliegen wir dann in der Erdumlaufbahn durch die Gegend und fliegen von dort aus weiter zum Mond. Das Problem der Finanzierung teilen die Part-Time-Scientists mit allen Teams im Wettbewerb. Ihr Vorteil allerdings: Ihr aktuellster Rover-Prototyp Asimov R3 ist so weit entwickelt, dass er schon bald loslegen könnte. Der amerikanische Podcaster Mike Dornbos hat jahrelang den Google Luna X Prize journalistisch begleitet und die Chancen aller Teams untersucht. Das Konzept der Part-Time-Scientists hat ihn überzeugt. So sehr, dass er seine Rolle als neutraler Berichterstatter aufgab und sich selbst ihrem Team anschloss. Der Wettbewerb beim Google Luna X-Preis ist hart. Wir werden zum Mond fliegen und diese Mission durchführen. Wir hoffen dabei, den Google Luna X-Preis zu gewinnen, aber wir wollen auch so zum Mond. Wir wollen den Mond mit unserem Rover erkunden und dann weitermachen, ob Asteroiden oder Mars. Darum geht es doch bei diesem Wettbewerb. Wir wollen ein echtes Wettrennen mit 5, 6, 7 Teams, die loslegen. Und dann in circa 10 Jahren wollen wir alle zusammen da oben sein. Die Part-Time-Scientists zeigen, Raketenwissenschaft ist keine Hexerei. Die Do-it-yourself-Kultur und der freie Wissensaustausch im Netz machen heute vieles möglich. Sogar eine private Mondmission. Ob mit oder ohne Google Luna X Prize. Der Weg ist das Ziel und der Mond,
erst der Anfang. Victory Report.